Um den vollen Nutzen aus der Zucht im AirPod-System zu ziehen, ist es sehr wichtig, dass der AirPod richtig zusammengesetzt wird. Die Wände werden flach verpackt geliefert, um den Boden herum zusammengebaut und mit einer Kunststoffbefestigung fixiert. Die Wand hat eine Innen- und eine Außenseite. Die Kegel außen haben Löcher. Die Kegel innen haben keine Löcher. Oben gibt es eine oder mehrere Kegelreihen ohne Löcher, die am zusammengebauten AirPod ein Wasserreservoir bilden. In den unteren Reihen sind die Luftlöcher größer, für eine gute Luftzirkulation unter dem Behälter. Der Boden hat eine klar gekennzeichnete Ober- und Unterseite. Platzieren Sie den Stapel Wände mit der Außenseite nach unten und dem Wasserreservoir von sich weg. Nehmen Sie den Boden und platzieren Sie ihn nach 3 Kegelreihen von unten. Wickeln Sie erst die linke Seite herum, dann die rechte. Schrauben Sie das erste Befestigungselement oben ein. Danach das zweite, falls nötig, 4 Reihen ab dem Boden. Das Befestigungswerkzeug kann sowohl mit der Hand als auch mit einem Elektrobohrer verwendet werden.